Ja, hallo Jena. Zur heutigen Freitagsbotschaft auch wieder eine Reihe von Themen, die jetzt mal nichts mit Corona zu tun haben. Das ist schön, dass so langsam der Betrieb auch wieder anläuft, das Leben wieder anläuft, obwohl wir natürlich immer noch aufpassen müssen und immer noch im Lockdown stecken. Wir haben am Dienstag hier direkt am Technischen Rathaus zwei dieser schicken Evita-Roller von den Elektrorollern des Nahverkehrs in Dienst gestellt bei der Verwaltung. Das ist ja ein Angebot, das der Jenaer Nahverkehr macht, seit vergangenem Jahr schon, was eine brillante Ergänzung, wie ich finde, zum öffentlichen Nahverkehr ist. Es sind umweltfreundliche E-Mopeds, die sind platzsparend, nehmen also deutlich weniger Platz weg als ein Auto das täte. Es macht Spaß, sowohl damit zu fahren, als auch die App zu bedienen, die super intuitiv ist. Und dieser E-Roller kommt eben überall auch dahin, wo der klassische öffentliche Nahverkehr nicht in dieser Dichte und in dieser Frequenz hinkommt, in die Hanglagen, in die Ortsteile. Das ist also eine wunderbare Ergänzung und, das muss man auch mal dazu sagen an dieser Stelle, das ist ein Angebot, das eigenwirtschaftlich betrieben werden kann. Der Erwerb dieser Roller war gefördert und so schafft es der Nahverkehr, die E-Roller anzubieten, eigenwirtschaftlich, ohne dass das ein Zuschussgeschäft wäre. Privat nutze ich die schon seit dem letzten Jahr sehr, sehr gern. Und jetzt ist es eben auch für die Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung möglich, Dienstfahrten mit diesen beiden Rollern zu machen. Da dann auch ein herzlicher Dank an den KSJ, der die beiden in den städtischen Fuhrpark übernommen hat, die beiden Roller, und quasi die Pflege, also nicht die technische, sondern die Systempflege mit der Anmeldung der Leute, die sie nutzen wollen, und dann die Fahrtenbuchung vornimmt. Also das ist ein wunderbares Angebot, freue ich mich sehr darüber. Zweites schönes Thema. Dinge, die ein bisschen an den Rand gedrängt worden sind wegen Corona, finden jetzt auch wieder etwas mehr Zeit. Städtepartnerschaften zum Beispiel. Ebenfalls am Dienstag habe ich die vor knapp einem Jahr neu gewählte Bürgermeisterin unserer Partnerstadt in Frankreich, Aubervilliers, kennengelernt. Videoschalte natürlich, Präsenz geht das noch nicht. Frau Franklet, ich glaube, wir sind uns wechselseitig sehr sympathisch gewesen in diesem Gespräch. Das ist immer eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen von Städtepartnerschaften und solchen Beziehungen. Und wir haben uns über die verschiedensten Themen ausgetauscht, wo wir, wenn es Corona dann wieder zulässt, gern die Beziehungen, die Kontakte zwischen unseren beiden Städten und den Akteuren in den Städten wieder aufleben lassen wollen. Sie wissen vermutlich, dass in Aubervilliers vor knapp zwei Jahren ein großer neuer Universitätscampus eingeweiht worden ist. Da sind mehrere Standorte, die es vorher gab, zusammengezogen worden. 11 an der Zahl, also ein richtig großes Ding. Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, die dort angesiedelt sind. Und ich denke, das wird auch für die Friedrich-Schiller-Universität fortgesetzt interessant sein, da Kontakte und Beziehungen zu pflegen, sei es über Erasmus-Austauschprogramme, sei es vielleicht auch über Austausch von Wissenschaftlern, Professoren von hier nach dort und umgekehrt. Das Gleiche gilt für die Beziehungen zwischen Jena und Aubervilliers, die es ja auch schon länger gibt, also zwischen Jugendzentren hier und dort, zwischen Schulen hier und dort. Da ist es hier in Jena vor allem das Polaris, das da einen Kontakt nach Aubervilliers hat, oder die Lobdeburg-Schule. Ich bin mir sicher, das werden auch beide Bürgermeister nach Ende der Pandemie sehr unterstützen, wenn die Austausche da fortgesetzt werden, genauso wie zwischen Kulturvereinen. Und was wir neu beginnen wollen, das gab es vorher noch nicht, wir werden gemeinsam versuchen, uns zu bewerben auf das EU-Projekt Urbact, nennt sich das, wie Urban und Act. Urbact, da geht es darum, Fragen zu behandeln, Ideen zu entwickeln in der Post-Corona-Zeit, was die Entwicklung der Städte, insbesondere der Innenstädte, betrifft. Und das ist ja ein Thema, das sich überall gerade stellt. Und da kann man sicherlich auch wechselseitig voneinander und miteinander lernen. Und wenn es gelingt, in dieses Programm aufgenommen zu werden, kann man darüber auch Fördermittel bekommen, was natürlich sehr helfen würde für Maßnahmen, die wir uns hier vornehmen würden. Also ich glaube, das war ein sehr guter Start mit der neuen Bürgermeisterin dort. Wir werden sehen, wie sich die Entwicklung und die Beziehung mit Aubervilliers weiterentwickeln. Drittes Thema, sehr, sehr fachlich. Ich war am Donnerstag zu Besuch in Stadtroda, Outdoor-Termin, muss man ja jetzt so machen, beim ZVL, der Zweckverband für Veterinär- und Lebensmittelüberwachung. Das ist einer der vielen, vielen Bereiche, wo wir schon seit längerem zwischen der Stadt Jena und dem Saale-Holzland-Kreis zusammenarbeiten, also bestimmte Themenfelder gemeinsam bearbeiten, hier eben im Rahmen eines Zweckverbandes. Und das ist etwas, was extrem fachlich, extrem
breit aufgestellt ist, ohne dass die allgemeine Öffentlichkeit und ganz ehrlich auch ich selber im Detail Ahnung davon haben, was dort alles passiert. Ganz grob gesagt geht es um alles, was überwacht werden muss hinsichtlich von Tierhaltung, sei das Geflügel, Schweine, Rinder, Schafe, alles Mögliche. Auch Haus- und Nutztiere zum Teil werden dort quasi die Regularien mit überwacht, ob sich die Tierhalter daran halten. Dann geht es um Wildtiere. Wenn im Wald ein Tier tot umfällt, dann muss man sich da irgendwie auch drum kümmern. Das machen zum Teil die Jäger, aber eben auch von offizieller Seite der ZVL. Oder Lebensmittelüberwachung oder die Überwachung von Lebensmittelgeschäften, von Lebensmittelerzeugern. Also das ist extrem breit und so fachlich, da schwirren Begriffe rum, von denen hat man noch nie gehört. Und mir war es wichtig, da jetzt mal vorbeizuschauen, weil das gehört eben zu den Themenfeldern, wo man üblicherweise sagt, na, wenn du nichts davon hörst, ist alles gut, keine Skandale, super. Aber die viele, viele Arbeit, die dahinter steckt, dass es so ist, dass man wenig davon hört, die kann man sich kaum vorstellen. Und gerade jetzt, wo wir alle unter Corona stöhnen, sehen wir vielleicht gar nicht, was es noch für Themen gibt. Also gehört hat man davon, dass die afrikanische Schweinepest von Polen nach Brandenburg rübergeschwappt ist. Und wir sind hier alle auf Habacht, ob nicht neben Corona die zweite Seuche über uns hereinbricht, dann im Veterinärbereich. Noch sieht es so aus, als hätte sie erst mal angehalten und käme nicht näher in Richtung Thüringen. Toi, toi, toi. Und dann hatten wir ja vor einigen Wochen, das haben Sie in den Zeitungen sicher verfolgt, die Geflügelpest hier in der Region auch, in Jena und im Saale-Holzland-Kreis. Und was das für einen Aufwand bereitet hat, das einzudämmen und so weit abzusichern, dass sich das nicht weiter ausbreitet, ist unvorstellbar, wenn man sich es nicht mal vor Ort angeschaut hat. Und deswegen an dieser Stelle mal mein ganz, ganz herzlicher Dank an die Kolleginnen und Kollegen des ZVL. Und ich hatte das Gefühl, dass trotz dieses Sonderstresses, den Sie hatten, das Klima im Team immer noch ganz hervorragend war. Wir haben viel gelacht. Das war ein sehr, sehr schöner Termin. Das war mir wichtig, mal dort gewesen zu sein und auch hier an dieser Stelle mal davon zu berichten, damit Sie ein Gefühl haben, was im Hintergrund so alles läuft. Viertes Thema, die Bundeswehr, die uns ja schon seit Monaten in Jena im Gesundheitsamt und seit einiger Zeit jetzt auch am Universitätsklinikum unterstützt und wo wir beide, die Stadt, das Gesundheitsamt und das Klinikum sagen, ohne euch wäre das gar nicht gegangen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Unterstützung an dieser Stelle. Und da hatten wir in dieser Woche am Mittwoch die Gelegenheit, dass Oberst Georg Oehl, der Kommandeur des Landeskommandos Thüringen, also sehr, sehr hochrangig, hier zu Besuch gewesen ist, um natürlich den Soldatinnen und Soldaten mal einen Besuch abzustatten und von seiner Seite Danke zu sagen, aber eben auch, um den Kontakt zur Stadt mal zu suchen seinerseits. Und auch da haben wir ein sehr, sehr gutes Gespräch geführt. Ich habe ihm und den Soldatinnen und Soldaten natürlich auch wieder einmal den Dank der Stadt mitgegeben für die großartige Unterstützung, die das Gesundheitsamt da vor allem im Bereich der Kontaktnachverfolgung erhält, aber auch erhalten hat Unterstützung, als es so kritisch war in dem ein oder anderen Senioren- und Pflegeheim, wo wir das auch niemals hinbekommen hätten ohne die Unterstützung der Soldatinnen und Soldaten. Und dies als zivilen Einsatz hier in Jena über längere Zeit zu haben, ist, glaube ich, für beide Seiten gut. Die Stadt und ihre Bevölkerung bekommt mal mit, was die Bundeswehr noch alles kann und was sie leistet. Und umgekehrt, die Bundeswehr profitiert natürlich sehr davon, dass sie hier vor Ort sichtbar ist. Und das hat nicht nur im Gesundheitsamt zu sehr, sehr stabilen Beziehungen der Kolleginnen und Kollegen zu den Soldatinnen und Soldaten geführt, sondern mein Eindruck ist, dass auch die Bevölkerung insgesamt die Bundeswehr ganz anders wahrnimmt, seitdem dieser Einsatz läuft. Und ich glaube, das ist für alle Beteiligten ganz großartig. Und da ein herzlicher Dank an dieser Stelle. Ja, und dann natürlich, es geht in diesen Zeiten nie eine Freitagsbotschaft ganz ohne Corona zu machen. Ich denke aber, wir haben hier jetzt inzwischen alle ein gemeinsames Ziel. Wir haben ja monatelang auf die Inzidenzwerte, auf die Fallzahlen geschaut, Fallzahl, Fallzahl, Fallzahl. Aber ich glaube, inzwischen kann man da auch sehr konkret Ziele dranhängen, warum wir das denn machen. Nicht der Zahlen selber wegen, sondern deswegen, was da dranhängt. Es gibt die Bundesnotbremse. Seit gestern gilt auch die neue Verordnung des Freistaats Thüringen, der das umsetzt in Landesrecht und teilweise noch Sonderregelungen trifft. Und wir wissen jetzt mit dieser Zahl, über die man streiten kann, 165, aber sie ist da und sie setzt eine Grenze. Und unser aller gemeinsames Ziel soll es jetzt sein, dass wir durch Disziplin und ja, Zusammenhalt dazu beitragen, dass wir eben genau diese magische Grenze von 165
jenseits derer die Schulen und Kitas schließen müssten, dass wir die nicht durchbrechen. Wir waren einen Tag lang schon mal drüber. Da sind wir hier sehr nervös geworden im Stab. Wir sind inzwischen wieder drunter und es sieht wieder nach Seitwärtsbewegung oder sogar nach leicht sinkenden Fallzahlen aus. Wenn sich dieser Trend bestätigt, wäre sehr schön. Bleiben wir alle dran, dass es so bleibt, werden wir jetzt nicht leichtsinnig. Das ist wie bei Antibiotika. Man muss die ganze Packung nehmen. Wenn man vorher glaubt, es geht mir doch wieder gut und man bricht zu früh ab, riskiert man den Rückfall. Und wenn das nicht reicht als Ansporn, dass wir die 165 nicht ankratzen, dann hilft vielleicht zusätzlich, dass der Freistaat Thüringen ja für den Fall, dass wir die 100 wieder unterschreiten, eine ganze Reihe von Lockerungen, Öffnungen festgelegt hat, die dann eben greifen würden. Und dazu gehört, dass dann, wenn wir die 100 fünf Tage lang in Folge stabil unterschritten haben, am übernächsten Tag nach dem 5. Zum Beispiel private Treffen wieder mit zwei zusätzlichen Personen im Haushalt möglich sind. Dass dann Beerdigung und Eheschließung, kleinere Themen, aber für die Betroffenen sehr, sehr wichtige Themen, bis zu 35 Gästen haben dürfen. Dass es dann keine Ausgangsbeschränkungen mehr gibt. Dass dann der Einzelhandel, der unter 150, wenn wir das stabil fünf Tage hintereinander hatten, dann wieder Click und Meet machen darf, also dass man angemeldet auch ins Geschäft rein darf, dürfte unter 100 wieder ganz öffnen. Mit Test- und Kontaktnachverfolgung natürlich, aber dann könnte man wieder ganz öffnen. Alle körpernahen Dienstleistungen wären unter 100 wieder möglich. Natürlich ebenso mit Test und hier auch mit qualifizierter Gesichtsmaske. Campingplätze, Ferienhäuser, Ferienwohnungen, all das wäre unter 100 wieder möglich. Musik- und Kunstschulen könnten wieder Einzelunterricht anbieten. Ich denke, das alles sind Ziele, die es wert sind, darauf hinzuarbeiten. Wir hoffen natürlich, dass der Effekt durch das Impfen immer stärker Raum greift und die Zahlen zurückdrängt. Aber es liegt auch an uns, an Ihnen, an uns allen, durch eigenes Verhalten dafür zu sorgen, dass wir die Zahlen nicht wieder in die Höhe treiben, sondern weiter stabil nach unten drücken. Und mit dieser Botschaft, dass man auch weiß, warum man das tut, warum man diszipliniert ist, möchte ich Sie ins Wochenende verabschieden. Ich wünsche Ihnen ein schönes, ein entspanntes solches. Und wir sehen uns dann hoffentlich alle gesund nächsten Freitag an dieser Stelle wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.